it's better and try not to take too much this fever medicines. Und also wenn es dann ein bisschen besser ist und das Fieber wieder schwächer wird, dann ist das gut, nicht weitere Medizin zu nehmen, die das Fieber senkt wegen dieser Gefahr der Kälte. Last year in our monastery also we had in India we had very strong heat on of the Delta COVID, no? In our monastery also we had beginning very serious 20 monk, then after like nearly 80% monk all was affected by COVID. Und letztes Jahr im Kloster hatten wir auch einen großen Ausbruch von COVID, erst 20 Mönche und dann waren fast 80% der Mönche hatten COVID. And I saw that what I was also one I was thinking in the beginning there was already many Tibetan doctors was in Canada and America, they already said that COVID was coming together with the wind strong effect, no? You have to be very carefully. That reason when I give tea medicine to sweat and fever medicine, same time I try to make oil massage in body to them, no? Try to make the massage that wind will not affect. No? Und also viele tibetische Ärzte, die in Kanada und im Westen sind, die hatten auch schon beobachtet, dass das Windelement sehr stark ist in dieser Krankheit. Und daher habe ich in meiner Behandlung der Mönche im Kloster, habe ich einerseits eben Sachen gegeben, die das Fieber rausbringen und dann senken auch, aber gleichzeitig auch diese Ölmassagen gemacht, die dann eben helfen, das Windelement wieder in Balance zu kriegen. Ja, ist COVID also affect body and also directly affecting on the mind and maybe it, I heard that some people mentally also disturbs, no? That reason making you take medicine also using oil is quite very make stable for your mind. Und ich habe auch gehört, dass manche Leute also psychisch-geistige Schwierigkeiten hatten nach Covid, dass da eine Imbalance ist. Und deswegen ist es auch gut, das ist also wiederum das Windelement, deswegen ist es auch gut, so Ölmassagen damit dann auch zu integrieren in die Behandlung. Yeah, that Mr. He asked me a question and I also want to, what I know about that, I try to share. But I hope it COVID not comes again to anybody. Also das war jetzt meine Antwort auf die Frage und ich habe versucht, das mitzuteilen, was ich weiß, aber ich hoffe natürlich, dass COVID hier keinen wieder betreffen wird. Then next thing is our moksha, no? Moksha, a little bit compassion. What is that too practical to show? Also das nächste, was wir machen werden, ist Moksha, also diese Kompressen, das möchte ich ein bisschen praktisch vorführen. This is very good for wind, one of the best thing for wind. Und das ist für Wind, für das Windelement, wenn das ist stark ist, eine der besten Sachen, die man machen kann. And this is very good for, generally we say, good for stress and you have mentally, you can't calm down, no, mentally. Also I just did some people, if they have so stress in the head, you know, and when I did this, they say, oh, now my, this stress of like a, you know, so speed thinking and things are all goes away, you know, and many und people, it's very helpful and easy thing. Und das ist sehr einfach zu machen, aber, und das ist insbesondere sehr wirksam für Stress und wenn man sich nicht beruhigen kann oder nicht schlafen kann. Und also ich habe da gute Erfahrungen mit, dass ich das angewendet habe für Leute, die ganz, also die sehr aufgebracht waren und so, dass sie gesagt haben, ah, damit habe ich mich jetzt richtig beruhigen können. And it's only, you should not do when people have heat in the body, too much heat power or too high blood pressure, maybe you should avoid that. Also das Einzige, was man dabei wissen sollte, ist, wenn jemand zu viel Hitze im Körper hat oder hohen Blutdruck hat, dann sollte man das nicht machen, dann sollte man das vermeiden. And generally it is very easy that here, no, you see this thing inside this cloth, you just put inside the cloth, if you find black kumil and muscat powder together and wrap it, no? If you don't find the kumil, you can only put muscat also. Okay. Und in diesem kleinen Tuch eingewickelt ist Kümmel und Muskat. Und wenn man keinen Kümmel findet, dann kann man auch nur Muskat nehmen. And then make it little bit like
if you have like this, no, or in the pad, make a little bit warm oil. Und das wird, das wollte ich noch dazu zu, das wird gemahlen, also das muss gerieben sein, der Kümmel und der Muskat. Und dann kann man zum Beispiel in sowas mit so einer kleinen, also einer kleinen Duftlampe, kann man etwas Öl, Sesamöl warm machen. And if possible you use sesam oil or if not any kind of oil, normally all oil are good, I think. Also alles Öl geht eigentlich, aber Sesamöl ist empfohlen, wenn man das hat. If you are in India, then they have a special oil, especially to made from Dharamsala, their medicines, they make like this pack for this, and then also there is special oil also, I think. Und wenn man in Indien ist, da in Dharamsala, dann kann man die auch so kaufen, die sind dann alle gemacht, schon fertig vorbereitet, und da kann man auch ein spezielles Öl auch kaufen. And I need one volunteer, no? Jetzt brauchen wir eine Freiwillige. No permission from Mama. She likes and there's no one else. Here. Oh, huh? Now okay. There is a very easy 4-point in the head, because I show you. Also es gibt ganz leicht immer 4 Punkte am Kopf, die werde ich euch erstmal zeigen. And this is, normally you measure patient palm 4 finger, no? How 4 finger, how it is, and then just you first find the center of the head, no? Head of the center. You find this from the eye here. 1, 2, 3. And then this head here, no? And it's also straight from the your ear to here. And straight from the nose. That is the one main point. Also der Punkt ist erstmal, man nimmt dann als Maß die Fingerbreite des Patienten selber. Und geht also drei Fingerbreit nach oben, und am vierten Finger ist das dann, und das ist also direkt gerade hoch von der Nase und direkt zur Seite auch über dem Ohr, über den Ohren. And you make warm oil, and this little bit warm, not too warm, okay, dry, it's sometimes very hot, and make it little warm, and then this warm really goes inside, you hold for like 1 minute or a half minute, like this. Und dann nimmt man warmes Öl. Man muss dann sehen, dass das nicht zu heiß ist. Also man soll das vorher testen, das Öl. Und dann hält man das für eine halbe oder eine Minute, und dann geht diese Hitze wirklich rein in den Körper. And then second point is here, no? Just from the eye 1 and 2 times, no? Here, the where normally baby, when we are baby, no, this very, that open, yeah, that place, you make warm there. Und der zweite Punkt ist von den Augenbrauen dann 4 hoch, und das ist die Fontanelle, also das ist ein Punkt hier dazwischen, weiter nach vorne. And then third point is in the just ear, 2 finger from the above the ear here, directly from the ear, you make here and other side, that 2 point, you make it warm. Und dann der dritte und vierte Punkt sind 2 Finger breit über den Ohren. And you make, but always have to do from the beginning in the top, then 2 here and then has to go down. Und das ist die Reihenfolge, also man fängt erst immer in der Mitte an, und dann der vordere Punkt, und dann über den Ohren die Punkte. Also, if you don't find normally easy to find, also if you make thread, you make like this, and from the one ear to other ear, then also you find center point quite easily.
Und wenn man das schwierig findet, aus irgendeinem Grund diesen zentralen Punkt zu finden, dann kann man auch das mit so einem Faden machen, dass man das findet. Normally quite easy. You on patient's four finger, no? Four finger from the eye here, one point, it comes to the this place, and then second that point, and then third, that is the center of the patient's own four finger. But three times four fingers. Yeah. Ah, okay. Four, three. Three times. Three times from here, and I. Three times patient's four fingers. Yeah. One. Okay. First, you make like four. Okay, also das ist jetzt nochmal die das Maß sind immer vier Finger. Nerissa's four finger is a little bit similar to my three finger. Okay, also die. Then I make three, one, two, three, you know. Okay, man nimmt die vier Finger des Patienten. Das ist bei ihm jetzt ein bisschen ähnlich wie seine drei Finger. Deswegen haben wir da drei Finger gesehen. One, two, three. Und das ist dann. One is second point is just one, two times, no? Here, and then just two finger above the ear, two point. Also das sind dann vier Finger des Patienten. Einmal, zweimal, dreimal, dann hat man den oberen Punkt nach den dreien. Und davor hat man dann den zweiten Punkt, der ist dann nach den zweien, zwischen den zweiten und den dritten. And second is und dann die zwei, above the air, okay? Zwei Finger you make über. First this warm. And when people have wind too much, like too stressy, then they feel a little bit calm, goes up, wind will go down. And can one do that oneself as well or not? So good. Self, if possible, you try. Yeah. But what we have to do also in some back, I think not possible. But head, you can possible. Yeah. Und also da, das hilft bei Stress, dann, dass der Patient sich beruhigt. Und diese Punkte könnte man auch selber machen und dann gibt es aber andere Punkte am Rücken, die man nicht selber machen kann. Also like people wind, some people they are very sad and very difficult in life, they are so sad and things if you do this, they can't eat, sleep, no? Then you do this will make they calm down, no? Und es gibt auch für Menschen, die viel Trauer haben und die nicht essen können, die einfach keine Ruhe finden in ihrem Leben, die kann man so behandeln, dann werden sie ruhiger. And then we have a few points in the back. Und dann gibt es jetzt ein paar Punkte im Rücken. Yes. First is just morning, we say, and they make like this, first which is comes up, that is the first point. Also das erste ist dieser dickere Wirbel, den man da selber spüren kann, oben am Rücken. That's first point. And then also patient's own this size, no? You can make first here and then also two side of this. So like above? No, side. Und dann kann man den, also vom Patienten wiederum den Daumen nehmen, dass er das ein Daumenglied davon zu den beiden Seiten von diesem dickeren Knochen. And then second other point is first then you count, no? One, two, three, four, five, six and seven. Six and seven. Normally if your people are so difficulty in mind, if you press 6 and 7, they are pain. And you make there with warm, no? For half minute, 6 and 7. And also their side, two side, you make it. It will be. Und dann kann man die Wirbel runterzählen, der sechste und der siebte nach diesem. Und wenn man das Schwierigkeiten hat zu zählen, dann kann man auch merken, da ist häufig, ist man da sehr schmerzempfindlich. Und da kann man auf den Wirbeln selber die Kompresse halten und wiederum zu beiden Seiten. Then other two point is just, we have this shoulder blade, no? In middle of this shoulder blade, that two point. Und dann die Mitte des Schulterblatts auf beiden Seiten. And also if you have a normally lower back pain and like a cold feet and things, you can do also here in the lower part of the spine, a little bit warm, that also will help. Und wenn man Probleme hat mit dem unteren Rücken, dass der weh tut, dann kann man auch da Wärme hintun mit der Kompresse.
useful for self, this you can do for other to help. This is very good. Also das ist für einen selber nützlich, aber das ist auch sehr schön, da jemand anders mit zu helfen. And people are more sometimes met. It's okay now. Thank you. Thank you. Thank you. If really disturb mind, and some people mentally disturb, they are more painful here, no? And if you do it center of the breast, that is also very good. But this should not need everybody. Some people are more serious. Und für manche Leute, die sehr verstört sind, da ist ein Schmerz hier in der Brustwirbelsäule. Und das ist nicht für alle, aber das ist eine ernstere Sache. Und da kann man dann auch Wärme hin tun. And if you also don't know anything, if you want to do just head and also four, two hands, no? And two feet also you can do. Und wenn man was auch immer gut ist, ist sowohl die Handflächen als auch die Fußsohle, da Wärme hinzutun. You make warm and then also generally make little massage in foot and hand. Und dann kann man allgemein ein bisschen, also das Aufwärmen mit dieser Kompresse und etwas Massage für Hände und Füße einfügen. What you always do from the head, you know, slowly down. Und man fängt immer im Kopf an und macht es, geht dann weiter runter. And if some people have a heat or high blood pressure, don't do too much in the head, maybe in the body a little bit more. Und wenn jemand hohen Blutdruck hat oder Hitze hat im Körper, dann macht nicht zu viel am Kopf, sondern mehr unten, weiter unten im Körper. Okay, everybody can do it. Das könnt ihr jetzt alle machen. You can, no, if you don't need this also, you can make just warm oil in the things like that. If you don't find warm at all, you can make use butter also. Und wenn ihr nicht die habt, dann könnt ihr einfach warmes Öl nehmen oder auch gewärmte Butter. How warm it should be? Like, you're bearable, not too warm, but not too cold. It's just also man sollte das spüren, dass das warm ist, aber nicht zu heiß und nicht zu kalt. Warm, it really goes in the body. No? Wenn das warm ist, dann geht das richtig in den Körper rein. These points are very important for people when you are too stressed, maybe like burnout syndrome or a very difficult time in the life, or other people, if you do, they will get really relief from this. Und das sind sehr, sehr gute Punkte, die man nutzen kann, wenn jemand sehr gestresst ist oder Burnout hat oder Schwierigkeiten im Leben hat. Okay, any question? Gibt es da Fragen? Can I do it every day? If people have really difficulty in life and wind lung is too much, then you can do every evening time sometimes. Also wenn die Frage ist, ob man das täglich machen soll, und die Antwort war, wenn Leute wirklich Schwierigkeiten im Leben haben, dann ist das gut, das jeden Abend zu machen. Not in the midday or late evening, maybe it's more midday and late midnight, late, no? Just do it evening or a little bit in early morning when it's cool. Also man sollte es nicht mittags machen oder spät abends, sondern im Abend oder vielleicht auch am frühen Morgen. All know now, everybody? So not too long, not too long, yeah. I saw you did some only 5 minutes or 10 minutes and not very long. Yeah, this here I don't have that much time, no? But if you are home, you can do it a little bit longer. How long? Depends on, I think. You can so make... For here, maybe more longer and many times, yeah. Oh, no, one or two times. Two times. And then little bit, you make a hold for 1 or 2 minutes, like this, possible. Also die Frage ist jetzt nach, wie lange man das machen sollte. Und er hat jetzt hier nicht so viel Zeit, deswegen kann er es nicht so lang machen. Aber man kann sich da zu Hause ein bisschen mehr Zeit nehmen und 1 bis 2 Minuten diese Punkte halten. Can I do this? Some people with depression? Yes, you can do it. Es ist auch gut anzuwenden für Menschen, die Depressionen haben. Yes. And is it the same? I know that moxa is also sometimes a burning. I don't know the English word. Uh-huh, yeah, moxa. Is it the same principle?
It's a little bit, yeah, same principle, but that this is more safer than Moksha, I think. Und dann Moksha ist auch, sind ja so, wird auch angebrannt. Und die Frage ist, ob das das Gleiche ist, und das ist das gleiche Prinzip, aber dies ist etwas sicherer. All okay? Alles gut? Yes. Ah, oh, eine Frage noch. Also jetzt sind noch andere Punkte hier erwähnt, an der Kehle und so, und da die, das ist die Frage danach, was die Punkte sollen. Yeah, here, just I thinking, right now, this simple point, what I show now, four in the head, in the back, and you can do lower part, but other point, just in the center of that is, I thinking, for right now, for enough, I thinking. And other point is a little bit, how to say, not dangerous, but it's not easy to do. Und also ich denke, das, was ich jetzt erklärt habe, das ist erstmal, das sind die grundlegenden Punkte, und das ist relativ leicht und sicher zu benutzen. Und andere Punkte, die sind ein bisschen schwieriger. Da werde ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. And normally one thing is you can do is it not here, not this point is a little bit sensitive. You don't do the moksha, it is very dangerous. Normally in the moksha, what it says, when you have something pain, then when you press, you feel like a little bit feeling better, no? That point you can make heat, this moksha also, if you do, it will be very good. Even like if some people have knee problem, you can do it in knee where it is painful, you can make it warm up, that is possible. Und es gibt dann Punkte, die man vielleicht selber spürt, wenn man Schmerzen hat im Knie oder sonst wo. Und wenn die besser werden, wenn man da Druck ausübt, dann ist das auch ein guter Punkt, um da diese Kompresse zu machen. Maybe if you don't find these things, maybe you can do it. Just put it in the flower, maybe. Just joking. But this is against the wind in the body. These medicines are against the wind. So that reason. Like medicine, yes, yes. Also Kümmel und Muskatnuss sind eben insbesondere Sachen, die gut für Wind damit gut arbeiten. Deswegen nimmt man die. Also das ist eine Medizin, ja. Now, final that I try to explain a little bit about these four tantras. Und jetzt letztlich möchte ich etwas, ein bisschen was über die vier Tantras erklären. In Tibetan medicine, this we have a four tantra. That in my hand, it is like a two tantras are here, and normally four tantra we call root tantra. First tantra is root tantra. Und die vier Tantras, da wird erstmal das erste ist das Wurzeltantra. And that. Just six chapter, and it explains just basic of Tibetan medicine, what it is. Das hat sechs Kapitel, und das erklärt erstmal die Grundlagen der tibetischen Medizin. And second is the explanation tantra. It has a 31 chapter, I think, and that explains all our how bodies form, you know, and how it all and how sickness and all medicine, all explanations are in this second chapter. Und das zweite Tantra, das ist das wird genannt das Erklärungstantra, das ist das 31 Kapitel, und da wird erklärt, wie Körper sich formen und auch wie alle Krankheiten sich entwickeln. And third Tantra, there is 92 chapter, that is the largest one, and it explains all the sickness. First is wind, like there is 60 something different of wind sickness, then bile, then phlegm, then fewer than all chapter, there's eight different kind of way that explains all the sickness, whatever in the body. All. Und im dritten Tantra, das ist das längste, das hat 92 Kapitel, da werden alle Krankheiten erklärt, und zwar erstmal aufgeteilt in die Elemente,
und dann auch die Fieber und all die Krankheiten werden da im Detail erörtert. And final tantra is the last tantra. That is the 25th chapter, and it is all the practical thing are all kind of combined in this chapter. Und im letzten Tantra, das hat 25 Kapitel, da werden alle praktischen Anweisungen gegeben in diesem letzten. And first chapter it talks about the pulse reading. First Tantra. Yes. First chapter of this last okay. Tantra. Im ersten Kapitel des letzten Tantras wird auch über Pulsdiagnose gesprochen. And Tibetan medicine pulse diagnosis is very important, and maybe also some people to know generally to read the pulse. No, they say in the best time to read the pulse is just morning when you wake up, that you did not do move your body anything like that. Then if you read the pulse, it is more very good. Und Pulsdiagnose ist ja ganz wichtig in tibetischer Medizin. Und da wird generell gesagt, dass das am klarsten zu lesen ist, der Puls, morgens früh, bevor man aufgestanden ist, bevor man sich irgendwie bewegt hat, dann ist der Puls sehr klar. And also now, if you go to any Tibetan doctor to pulse diagnosis better, you should not do strong exercise or bicycling or things and extreme exercise that disturbs the pulse. Then if you go, they can't read it very properly, no? Or you need to be more body normal. Und wenn man jetzt zu einem tibetischen Doktor geht, dann sollte man ruhig da ankommen. Also man sollte nicht vorher irgendwie doll Sport gemacht haben oder auch Fahrrad gefahren sein. Man soll da ruhig ankommen, ansonsten ist der Puls nicht klar. And at least you go to see them, maybe you had like rest for at least half hour or like that. It's good. Also wenn man dann einen Doktor sieht, sollte man vielleicht mindestens eine halbe Stunde erstmal sich ausruhen, bevor man den Doktor sieht. And pulse, we can read from the three fingers, three body part, and three finger also divided to all the organs, what it is functioning inside, it will, we can some kind of got information from this. Und man liest den Puls halt mit drei Fingern und da kann man Informationen über all die Elemente und auch die ganzen Körperteile kann man durch diese Lesung, Pulslesung finden. Uh-huh. Yep. Three finger is divided to three body part. Okay, thank you. Yeah. Und die drei Finger, die befassen sich jeweils mit den drei Teilen des Körpers. And second, urine. Normally we also look urine, but not so much in here. Sometimes in some, depends on some Tibetan doctor, they really look urine. Urine, you need to take your first morning urine, no? That you take it in the bottle or something, that they can see from something, some specialist, I think. Und der Urin wird halt auch angesehen, nicht so häufig hier von Ärzten, aber manchmal schon. Und da sollte man den ersten Urin morgens früh nehmen für und in einer kleinen Flasche mitbringen. Then they will see and what is heat or cold or whatever. Und da können die daraus sehen, ob da Hitze oder Kälte drin ist. And now, then in this chapter, there's end. There is some brief thing. Some what we is useful to our livelihood. I try to explain something from there. Und am Ende dieses Kapitels ist eine kurze Aussage darüber, die sehr praktisch und nützlich ist für unser Leben. Da möchte ich jetzt was drüber erklären. And Tibetan medicine in this text say that for body one of the best medicine is arura. Und die tibetische Medizin sagt, eins der besten Medizin für den Körper heißt Arura. Arura fruit. Have you seen what medicine Buddha holds? No, that is the Arura. Bitte was? Amla? No. It's Ara. Ich weiß nicht, was das ist. Arura. das ist eine Frucht, hat er gesagt.
Bitte? Die der Buddha in der Hand hält, okay. Der ist da. I think I have one, but don't find it. Ich glaube, ich habe eine, aber ich kann sie jetzt nicht finden. How do you spell Arura? Arura. Arura. Can you eat it? Is it yes, yes, to eat. That is just generally say is one of the best medicine. Und ja, wenn man die isst, das ist eine der besten Medizin. And then second thing is for all the, if you have a wind problem, normally it say there's kind of bone soup and then garlics are very good, they say, in text. Und generell, wie wir auch schon gesagt haben, da ist für Probleme mit Wind, ist Suppe gut, und zwar insbesondere die aus Knochen gemacht ist, und Knoblauch ist sehr gut. And bile problem is all the bitter, some bitter things, but it not grow here. Some bitter things, vegetable, whatever is bitter good. Gut. Mm-hmm. Und für Gallenprobleme sind immer bittere Sachen gut. Manche wachsen hier jetzt nicht, aber Bitteres ist gut zu essen. And then phlegm or cold, no. They normally they say nalisham, but dung, honey, good honey, pure honey, if you find you can drink it, that's good. Und für Schleim, Probleme mit Schleim, ist guter Honig sehr gut. Then for normally all the organ that we Tibetan medicine talks, that's all five organ, they have a five fruits good for that, no? One like a example for heart, it is very good. Muscat is very good for heart generally. Und dann haben die fünf Organe, die haben jeweils eine bestimmte Medizin zugeordnet. Da ist zum Beispiel für das Herz ist Muscat sehr gut. And lung is Qigong, but this not exist in Europe. I thinking normally for lung to recover things, if you this medicine you don't find, but cow's pure milk, if you good milk pound, that also good. Für die Lunge gibt's ein bestimmtes Gewürz, was aber hier nicht gibt im Westen, aber da ist auch gute Kuhmilch ist auch gut dafür. And for if you have a liver problem, for liver normally saffron is very good. Für die Leber ist Safran sehr gut. And also good the Shilajit, no?